Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute wurden die Cards für 2020 bzw. für die nächsten Monate vorgestellt. Und dazu werde ich euch jetzt in diesem Video alle Informationen zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne im Itemshop mein Creator-Code TheAlCraft ein. Für viele werden die ganzen neuen Cards, die jetzt angekündigt sind, wahrscheinlich sehr, sehr enttäuschend sein. Ich werde euch am Ende aber noch ein paar zusätzliche Infos zeigen, die jetzt hier nicht direkt drin stehen. Aber die Cards, die auf jeden Fall jetzt erstmal reinkommen, ist einmal der Freitag-Nacht-Cup, der wird logischerweise immer freitags stattfinden. Ab diese Woche beginnt das Ganze schon, das heißt ab Freitag können wir die ganzen Cups dann schon spielen und die sind nur auf einer Plattform, das heißt es gibt einen Mobile-Cup, es gibt einen PC-Cup und einen Console-Cup, das heißt diesmal drei getrennte Plattformen und da hat auf jeden Fall jeder ganz gute Chancen auf der eigenen Plattform irgendwann auch ganz gut zu placen. Es gibt aber keine Earnings, die man da mitholen kann, denn es gibt eben halt lediglich nur ein Twitter-Shoutout, wenn man da eben halt gewinnt. Aber gerade wenn man Content Creator ist und dann eben halt das erste Mal so dadurch eben halt vielleicht einen ersten Platz holt, einen Twitter-Shoutout bekommt, kann das auf jeden Fall ganz nice sein und kann vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit damit bekommen. Und das Ganze ist genauso wie die ganzen anderen Cups, die hier auch sind, eine Trio-Cup. Montags sind dann die ganzen Geld-Cups, das heißt die ganz normalen Cash-Cups, die werden alle zwei Wochen stattfinden, ebenfalls natürlich Trio-Cups und die sind Cross-Plattform, das heißt alle Plattformen spielen zusammen, das heißt Mobile mit PC, mit Console, da gibt es keine Begrenzung. Alle spielen zusammen, alle kämpfen um einen einzigen Price Pool und dadurch würde insgesamt der Price Pool wahrscheinlich auch höher ausfallen und wie man es hier schon sehen kann, es gibt ja nicht so viele andere Tournaments, das heißt wahrscheinlich wird auch der insgesamte Price Pool für die einzelnen Cash Cups deutlich höher sein, also ich erwarte da auf jeden Fall eigentlich mindestens bei einem ersten Platz weit über 10.000, vielleicht sogar Richtung 5.000 pro Person dann auf dem ersten Platz, das könnte ich auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen bei diesen Cups, aber zu den ganzen Geldpreisen und generell zu genauen Formaten davon ist bisher noch gar nichts bekannt. Für diese Cups muss man auch Champion sein. Es gibt auch nicht wie in der letzten Season noch einen zusätzlichen Anwärter-Cup. Das heißt, fokussiert sich wirklich auf einen einzigen Cup und man hat eben halt nicht 10 verschiedene Versionen davon mit den ganzen Plattformen, mit den ganzen Anwärter- und Champion-Cash-Cups. Und ansonsten gibt es eben halt immer in den Wochen, wo diese Cash-Cups nicht stattfinden, dadurch, dass ja zwei Wochen ist, sozusagen 50% der Fälle, gibt es dann ein Limited-Time-O-Turnier. Die werden aber nicht zu 100% immer dort stattfinden. Und die sollen eben halt so ähnlich dann sein wie der Mischmasch-Mittwoch, das heißt man hat random irgendwelche Tournaments und die kann man dann eben halt Montag spielen und dort gibt es dann auch wieder weitere Geldpreise und die werden dann auch irgendwann noch von Fortnite Competitive bekannt gegeben. Wahrscheinlich schaut einfach mal, wenn das Update nächste Woche irgendwie so rauskommt, dann sollten ihr auf jeden Fall im Wettkampf-Tab stehen, schaut da einfach immer zwischendurch wieder rein. Notfalls werde ich euch dazu auf jeden Fall noch weitere Informationen liefern. Dann beginnt natürlich ab dem 4. Februar auch noch die FNCS und das Ganze geht dann auch über den ganzen Februar, das heißt bis Ende Februar werden wir dort an allen Wochenenden sehr, sehr viele FNCS-Runden haben, ebenfalls auch ein Trio-Cup, das heißt zurzeit gibt es tatsächlich gar keine Solo-Cups, gar keine Duo-Cups, ansonsten gibt es ja nur noch als einziges Duo-Tournament die DreamHack, die jetzt auch nochmal im Januar stattfinden wird, danach gibt es ja auch, glaube ich, bisher noch keine Ankündigung, dass für Februar oder so weitergeführt wird, das heißt dort könnten wir eventuell auch nochmal eine Änderung vorfinden, aber auf jeden Fall für diesen Monat ist ja nochmal eine weitere DreamHack vom 24. bis zum 31. Januar geht das Ganze. Das heißt, registriert euch hier auf jeden Fall. Videos dazu hatte ich auch schon gemacht, werde ich euch auch noch einmal oben in der Infokarte verlinken. Overall hat man aber natürlich nicht wirklich viele Cash Cups. Man hat immer nur montags die Cash Cups und dann freitags noch diese Freitag-Nacht-Cups. Da hat man aber nicht mal Cash, dass man gewinnen kann. Das heißt, es gibt im Prinzip wöchentlich jetzt außerhalb FNCS und DreamHack eben halt nur einen einzigen Cup. Deshalb muss der auf jeden Fall einen oder sollte er auf jeden Fall einen relativ großen Price Hold, wie gesagt, haben. Aber ich glaube auch, und das hatte ja Epic Games auch schon mehrmals gesagt, dass die immer mehr zu solchen Partnership-Cups gehen wollen. Das heißt, beispielsweise werden dann solche Cups wie der Marvel Cup, glaube ich, deutlich häufiger kommen. Cups mit Streamern unter anderem auch. Das heißt, könnten wahrscheinlich auch deutlich häufiger solche Cups, die zum Beispiel von der Marke gehostet werden, dann eben halt auch mit größeren Preisgeldern von Epic Games bekommen. Dass wir dort auf jeden Fall mehr solche größeren Kooperations-Events bekommen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dann größere Hardware-Partner, wie zum Beispiel Logitech oder so, dann mal einen Cup sponsoren. Und das dann eben halt wirklich hier offizielle Fortnite Cups sind und das dann nicht immer so Third-Party gehostete Cups sind und da warte ich auf jeden Fall relativ viel noch, dass das kommt, aber wie gesagt an sich von den ganzen Cups, die jetzt angekündigt sind, ist es natürlich noch alles nicht wirklich viel und ich hätte mir da tatsächlich auch ein bisschen mehr erhofft. Viele hatten ja auch mit Daily Cups gehofft, das ist jetzt ja leider auch nicht drin, aber ich denke auf jeden Fall, dass da Epic Games noch was machen wird und es eben nicht bei so wenigen Cups dann am Ende bleiben wird. Falls es natürlich noch weitere Informationen hierzu gibt, werde ich euch natürlich darüber wieder auf diesem Kanal benachrichtigen. Also lasst hier gerne ein Abo
Abo da und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.